Ja, guten Morgen, ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovi Dubai Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Also das heißt, dass hier auf diesem Kanal keine Inszenierungen stattfinden. Ich versuche jetzt hier die Realität wiederzugeben und nicht irgendwas zu inszenieren. Und ich spiele auch keinen Experten und ich bin einfach nur ich selber. Generation der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife und das ist auch das Programm dieses Kanals, mein Vlog, auf dem ich berichte, also wie ich ins OnLife komme, was ich da so tue, was mir passiert und so weiter. Ich schreibe hier nichts auf, ich habe jetzt ja kein Manuskript, das ich ablese oder dass ich hier vorgearbeitet habe, sondern ich sitze hier in meinem Lehnstuhl und formuliere spontan und improvisativ. Das hat natürlich immer so auch eine Gefahr, dass man sich dabei vertut, dass man da ja sich um Kopf und Kragen redet. Aber ich versuche das ganz ruhig und gelassen zu machen. Ja, also das ist mein Smoothie, den habe ich heute gemacht, wie ihr schon gesehen habt. Und den trinke ich in der Regel auch hier in dem Sessel. Und von daher, ja, also wir haben jetzt 6:45. Wir haben heute den 5.2.2019, einen Dienstag. Und ja, also zwischendurch habe ich immer mal so Pausen, wo mir dann nichts einfällt oder nicht die richtige Formulierung. Ich hoffe, dass Sie das aushalten. Ja, also heute bin ich seit 5:30 bin ich auf. Jetzt haben wir 6:45 und ich habe große Probleme heute zu gehen, zu stehen. Also ich kann nicht mal stehen und ich kann auch nicht gehen. Und wenn ich gehe, dann ist das so ein Humpeln, so mit Krücken oder mit, dass ich mich abstützen muss auf die Tischplatte oder woher auch immer. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das jetzt wieder der Nerv ist, der eingeklemmt ist oder... Ich habe das ja schon seit ein paar Tagen, meistens ein bisschen besser, meistens ein bisschen schlechter. Ja, also von hier aus momentan komme ich nicht mal bis zum Arzt. Das geht nicht mal. Ich bin schon froh, wenn ich bis zum Briefkasten runterkomme. Ja, das war dazu. Das hat sich schon mal, dann ist es naja besser geworden. Unklar war, woran das lag oder warum das dann besser geworden ist. Wie gesagt, im Moment schwankt das. Ich habe Schwankungen. Mal kann ich ein bisschen besser gehen, mal ein bisschen schlechter. Gestern zum Beispiel bin ich noch einkaufen gegangen, aber momentan sieht das nicht so aus. Da habe ich jetzt die ganze Nacht von 20 Uhr gestern Abend bis 4:30, 5 heute geschlafen. Ja, das mal dazu. Also videomäßig habe ich gestern 6 Videos gemacht. Davon waren 3 Spielevideos und 3, ja, ein Palaver-Video und 2 Videos über Essenszubereitung. Ja. Die Videos gestern habe ich also, die Spielevideos, die schieße ich gleich so hoch. Und und die anderen habe ich dann mit Shotcut, mein neues
schneide mein neues favorisiertes Schneideprogramm, auch Open Source, weil ich hier mit Low Budget handle und versuche meine Videos Low Budget zu finanzieren. Das geht, sag mal, ich bin ja Rentner, von daher kann man das so gerade noch aushalten. Ja, also heute habe ich schon ein Spiel gemacht wieder. Ich mache hier sehr gerne diese App, die WordConnect App, die man da aus dem App Store herunterladen kann. Die finde ich sehr schön und damit habe ich heute dann schon 3 Spielchen gemacht und die werden im Moment konvertiert und wenn die fertig konvertiert sind, 83%, dann kann ich die hochschießen. Konvertieren heißt also, dass der von dem Format auf HD-Format das konvertiert und wenn er damit fertig ist, kann man das dann nach YouTube hochladen. Das macht er dann anschließend auch. Dazu brauche ich dann noch eine kleine Einstellung. Ja, die Aufnahme, ich nehme jetzt also wieder auf mit dem Mavi Camcorder. Also Mavi ist sozusagen ein Name, unter dem dieser China Camcorder vertrieben wird. Also mit M-A-R und dann V und dann UE. Mavi. Ist irgendwie französisch, ich weiß nicht, ob es das so ausgesprochen wird, aber ich spreche das jetzt mal so aus. Mavi. Ich habe auch schon mal manchmal Mavi gesagt, aber das ist dann wieder zu weit weg, glaube ich. Also die Mavi-Kamera, mit der nehme ich jetzt auch mit dem Camcorder und ich sehe mich jetzt selber da in dem kleinen Bildschirm und dabei mitgeliefert war dabei hier so eine Fernbedienung, sodass ich mich also hier ranholen kann oder das auch in die Ferne setze. So. Und die Tonaufnahme folgt hier mit dem Lavalier-Mikrofon, das ich jetzt hier am Hals hängen angeklemmt habe. Und ja, dann habe ich die Beleuchtung. In der Beleuchtung habe ich die Fotoleuchte. Ich habe da neulich so ein Set gekauft mit einer Fotowand und 2 so großen Strahlern. Aber die Strahler sind so riesig, die kann ich so gar nicht aufbauen. Da habe ich gar keinen Platz für in der Wohnung. Und dann habe ich die Birne, die da drin war, die habe ich jetzt in meine Deckenbeleuchtung reingemacht und das leuchtet also jetzt von oben hier gleichmäßig gut und hell aus. Allerdings ist es auch eine 130 Watt Fotobirne und die leuchtet mich jetzt hier optimal aus, hoffe ich. Ja. Also das ist die Videosituation momentan. Dann werde ich das Programm nachher über den USB-Stecker in den PC laden und dann dort mit dem OpenShot-Programm verarbeiten. Na? Ja, das hört sich ja schon nach Krankheit an. Ja, also das OpenShot-Programm, mit dem komme ich momentan sehr gut zurecht. Das gefällt mir sehr gut, weil ich vor allen Dingen da auch den Ton laut und hochstellen kann und weil ich auch bei der Helligkeit etwas verändern kann. Also wenn ich gesagt habe, dass ich hier nichts inszeniere, dann meine ich damit, dass ich hier also nicht irgendwas vortäusche, dass ich also aus einer Tasse trinke, aus meiner normalen Tasse, die jetzt ein bisschen dreckig ist. Und
Von daher inszeniere ich das jetzt hier nicht und kaufe extra neue Tassen oder kaufe jetzt ein neues Hemd und ziehe das Hemd an und so, sondern ich ziehe das Hemd an, das ich gestern auch anhatte und das ich hier so auch im normalen Alltag hier so trage. Also da wird nichts inszeniert. Das verstehe ich unter inszenieren. Jetzt den Ton vielleicht etwas hoch und runter stellen oder die Beleuchtung vielleicht etwas abdunkeln nachher im Schnittprogramm. Das verstehe ich jetzt nicht dazu. Das geht einfach nur darum, das Bild so einigermaßen gut rüberzubringen, runterzusetzen, dass das Bild einigermaßen ist jetzt gut ausgeleuchtet, aber ich habe jetzt so aus der Ferne hier mit dem kleinen Bildschirm den Eindruck, dass das Bild vielleicht auch zu hell ist und dann will ich das vielleicht etwas abdunkeln. Was ich auch schon mal mache, ist, dass ich so experimentiere mit Farbfiltern und so. Aber glaube ich, mit dem OpenShot-Programm verstehe ich noch nicht, wie man das machen kann und machen soll. Also da muss ich noch experimentieren. Also der hat ja jede Menge Filter. Ich weiß gar nicht, also mehr wie 10 Audiofilter. Und bei den Videos auch sehr viele Filter. Und die muss man ja erstmal anwenden, ausprobieren und so. Das dauert natürlich endlose Zeit. Und da ich auch nicht mehr so die Zeit habe, weil wie gesagt, Babyboomer und so, verspätete Entwicklung. Und ich bin gerade jetzt mal bei YouTube seit einem Jahr und von daher muss ich jetzt sehen, dass ich hier erstmal schnell vorankomme und meine Entwicklung auch beschleunige. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Zeit, hier alles 4 Wochen lang auszuprobieren und dann hier so ein geheucheltes Video zu machen, sondern ich schaue das Video raus und dann sehe ich, ob es schlecht war oder nicht. Und Sie sehen das auch und dann können Sie ein Feedback dazu geben oder nicht. Und auf diese Weise praktiziere ich also das Learning by Doing. Also man lernt dadurch, dass man es tut. Und das ist also kürzer als die normale Methode, die jetzt hier in den Schulen und Universitäten und der Lehre uns vermittelt wird. Also dass man sozusagen auf Vorrat lernt. Auf Vorrat sein Verhalten programmiert und sich die Kenntnisse aneignet, um dann im Rest des Lebens quasi das Gelernte immer wieder abzuspulen und zu wiederholen. Das geht heute auch gar nicht mehr. Die Entwicklung ist so schnelllebig geworden, dass man da gar nicht mehr mitkommt. Also manchmal hat man so den Eindruck, dass man sitzt dann so am Kurs und dann ist das Kursmaterial schon längst veraltet und der Dozent, der ist noch ganz stolz darauf, dass er vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren da selber eine Umschulung gemacht hat oder sich das Wissen angeeignet hat auf einer Fortbildung und das ist aber hoffnungslos veraltet. Oder es passiert einem auch, dass man zwar aktuelles Wissen bekommt zu Beginn des Kurses, aber während des Kurses, das zieht sich ja heute alles, eineinhalb Jahre, das ist ja schon so das Wenigste, dann ist das schon wieder veraltet, weil es schon wieder neue Regelungen gibt und schon wieder ganz neue Sachverhalte und neue Probleme manchmal auch. Also das ist mir schon einige Male passiert und jetzt quasi mit YouTube. Natürlich mit YouTube sowieso, weil man ja auch da ändert sich ja ständig was. Ne? Gestern bekam ich dann eine Mitteilung, dass also Google Plus jetzt eingestellt wird. Ich habe diesen Dienst nicht viel genutzt. Ich hatte ihn zwar, ich war dort auch angemeldet, aber ich habe ihn nicht genutzt. Ja. Also auch das Internet verändert sich dramatisch, ist vielleicht eine Art Pulsgeber, das beschleunigt also die Entwicklung
und stellt auch immer uns vor neue Herausforderungen. Das heißt, man lernt etwas, man lernt eine bestimmte Software, dann kann man mit der umgehen. Da kommen schon zwei neue Software, die noch viel besser sind, viel leistungsfähiger und so weiter. Dann kommen neue Kameramodelle und. Man ist also ständig am Hetzen und hängt immer wieder hinterher. Ich versuche mich da so ein bisschen Abstand zu halten und da jetzt nicht jeden Modetrend mitzumachen. Aber ich sag mal, man braucht ja auch erstmal eine gewisse Erfahrung. Also angefangen habe ich ja mit der Webkamera, dann hatte ich verschiedene Kameramodelle, mit der Apman habe ich aufgenommen. Dann habe ich mal eine richtige Spiegelreflexkamera mir entliehen und mit der aufgenommen. Die machte gute Bilder und auch die Videoaufnahme war gut. Aber wie gesagt, das der Nachteil war natürlich, dass dann auch eine Riesendatei entstand. Und dann haben sie dann auch da 1-2 Gigabyte einfach an Speicherverbrauch, wenn sie das dann hochladen und dann muss das wieder herunter konvertiert werden auf HD und so weiter. Man sagt natürlich, dass die Qualität dann besser ist und ich meine auch, dass sie besser wäre und dass meine Videos vorher besser waren, als sie jetzt sind. Und aber im Prinzip kommt da keine neue Information dazu, sondern dass einfach die Schärfe oder so, die ist vielleicht etwas genauer, aber es geht so auch mal nicht. Ja, und bei Low-Cost-Budget muss es sowieso so gehen. Ja, jetzt schaue ich mal eben mein Tablet. Der hat also fertig konvertiert. Jetzt lade ich das mal kurz hoch. Das ist Word Connect. Das ist Wortspiel. Ja. Ja, gut, und dann können wir den hochladen. Jetzt lädt er automatisch hoch. Ein Thumbnail habe ich schon gemacht dazu. Ich mache jetzt also Standard-Thumbnails. Und wenn ich jetzt einen Einkauf habe oder eine bestimmte App spiele, dann kommt dann mein Standard-Thumbnail vorne dran. Ja, also ich versuche auch das hier zu vereinfachen, weil ich natürlich auch ein fauler Mensch bin und auch mit dem Alter werde ich immer träger und so. Und ich sag mal so, als Single hat man ja sowieso so viel zu tun. Man muss den ganzen Haushalt managen, die Wohnung machen, Essen zubereiten, Essen und so weiter. Dann, wenn man dann noch so ein paar Hobbys hat, dann wird die Zeit echt knapp. Und wenn man dann auch noch irgendwelche Krankheiten hat, so wie jetzt mit dem Laufen oder so, dann ist man da stark behindert und dann bleibt alles andere liegen und das, was liegen bleibt, muss dann natürlich später nachgeholt werden und nachgearbeitet werden. Ja, also
so geht das Video hier bei mir. Ich nehme also die Videos auf und lade die hoch. Jetzt habe ich mich hier verschaltet. So. Und ja. Also wie ich schon gesagt habe, also ich nehme also auf mit der Mavic-Kamera und dann geht das hoch auf den PC und auf dem Computer wird das dann mit dem Programm OpenShot wird das dann verarbeitet. Früher habe ich das Programm Movie Maker sehr gerne genutzt. Jetzt eigentlich nicht mehr. Eine Alternative ist dann das Programm OpenShot. Also OpenShot und Shotcut, die wechseln sich ab. Zwei schöne Programme. OpenShot gefällt mir fast noch besser. Aber es hat nicht so viele Filter. Vor allen Dingen Tonfilter sind für mich wichtig und bei Ton habe ich gestern auch etwas gelesen und gehört, was war das noch? Ich hatte ein Tutorial und da den Nielsen, den höre ich im Moment und der hat auch erzählt, wie wichtig der Ton wäre und dass man am Ton arbeiten solle und so. Ja, ich arbeite am Ton, aber der Ton wird auch besser. Aber ist immer noch nicht optimal. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Stimme liegt oder an der Zahnprothese oder jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass mein Ton nicht klar und deutlich herüberkommt. Dass ich also auch nicht artikuliert sprechen kann und nicht die Vokale und die Konsonanten deutlich betone. Ja, ich muss also erst einmal das Sprechen lernen und vielleicht auch das Sprechen etwas üben. Vielleicht sollte ich mir dazu ein Buch kaufen. Ja, also vorgestern hatte ich ja die Rechtsmaterie, die mich hier beeinflusst hat und gestern habe ich mich also wieder mit Nielsen, mit dem Streaming beschäftigt. Ach ja, dann habe ich gestern zwei Videos gesehen, zwei Tutorials zu dem Discord-Server. Ich hatte gesehen, da Semper-Video, den habe ich auch abonniert, den kennen Sie vielleicht. Der hatte da also der experimentierte dann neulich in seinem Livestreaming da mit dem Discord-Server und den kannte ich überhaupt nicht. Von dem habe ich noch nie was gehört, von daher war ich da erstmal perplex und jetzt habe ich da mir also zwei Tutorials angesehen dazu, wie man das machen kann und vielleicht setze ich hier demnächst auch mal einen Discord-Server auf, um dann damit mal zu experimentieren. Ja. Also der Discord-Server, das ist so ein Teamspeak-Rechner, wo man dann mit mehreren Leuten sprechen kann. Ich weiß nicht, ob man jetzt dafür auch schon wieder eine Rundfunklizenz benötigt. Ja. Ja, ansonsten bin ich mit dem Thema Streaming noch nicht weitergekommen. Ich habe auch noch nicht einen ersten Versuch gemacht. Ja, woran hapert es? Also ich bin angemeldet. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich jetzt als,
als kleiner Mini-YouTuber hier, ob ich da streamen darf. Also ich habe da gelesen, dass ich da erstmal 100 Abonnenten haben müsste, um da bei YouTube live streamen zu dürfen oder so ähnlich. Ich bin da freigeschaltet und ich weiß nicht genau, ob ich nicht da so erstmal so einen Test machen kann. Ja, das liegt also auch da auch nah an. Ja, wie gesagt, also heute habe ich schon ein Video habe ich gemacht, ein App-Video. Die wird ja gerade hochgeladen. Dann ist das hier das zweite Video. Dann habe ich heute Morgen in der Küche schon ein Smoothie gemacht und ein Müsli-Ansatz-Video. Nochmal zwei Stück und ja. Nochmal zwei. Wenn drei, das werden dann so, dass ich auf vier bis sechs Videos komme. Ich möchte den Anteil der Apps hier reduzieren. Nicht mehr so viele Apps haben. Ich brauche die Apps nur für die Watchtime. Und damit ich von der Watchtime her einen hohen CTR habe. Um auf diese Weise vielleicht auch so ein paar Abonnenten zu bekommen. Ja, ansonsten geht es mir gut und das Problem ist halt nur mit dem Laufen momentan und mit dem Stehen. Ja. Mir fällt jetzt auch gar nichts weiter ein. Was liegt jetzt heute noch an? Heute sollte noch ein Paket kommen. Oder zwei Pakete. Ich habe noch Datenpaste bestellt. Die könnte heute eintreffen. Es könnte eventuell auch der Soda eintreffen. Ich habe auch noch Soda bestellt, aber Soda kommt erst am Mittwoch, denke ich. Die haben das gestern erst versandt und das wird erst morgen eintreffen. Also könnte heute höchstens die Dattelpaste kommen. Ich brauche ja Dattelpaste hier für den Smoothie. Und da habe ich jetzt wieder 6 Kilo bestellt. Und so mit 4 Kilo komme ich dann so zwei Monate lang aus. Ja. Was haben wir sonst noch? Also einkaufen wird wohl heute nicht möglich sein. Außerdem habe ich auch alles. Ich war gestern einkaufen. Könnte höchstens ein paar Äpfel holen, aber so wie das momentan hier aussieht, ist das nicht möglich. Baden könnte ich vielleicht heute, vielleicht ein Bad nehmen, vielleicht wirkt sich das positiv hier auf die Beine aus, wenn da irgendwelche Nerven eingeklemmt sind, dass dann das besser wird, oder? Ja. Ja Leute, das war's von hier. Ich mach Schluss, mir fällt nichts mehr ein, was ich hier zu sagen könnte, was ich hier zu sagen habe. Ich muss mehr an der Sprache arbeiten, ich muss deutlicher formulieren und dann vielleicht auch da mal so hier mit dem Klatschen und dann mit dem mit so einem externen Mikrofon aufnehmen. Um
Ja, das Problem ist hier im Moment, dass ich keine schönen Videos machen kann, dass mir hier irgendwie die Kreativität ausgeht, um irgendwie schöne, spannende Videos zu machen. Dass die Videos dann so irgendwie langweilig werden und dass das nur noch so ein Abfilmen ist. Und ja, das muss ich verbessern, darüber muss ich nachdenken. Okay, Leute, ich wünsche noch einen schönen Tag und das war's.